Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier im Dunkelwasserpass und sollen oder müssen oder wollen auch jemanden befreien, der in Dunkelwasserkreuzung zu Hause ist ursprünglich. Und er scheint von Fallmann entführt worden zu sein, denn wir sind hier im Bereich von Fallmann und Kaurussen. Wie man sieht, kann man ja auch schon die Eier hier sehen von den Kaurus, also die Kauruseier, die berühmten Zutaten. Ah, eine Truhe. Oh, wie schön. Na. Richtig geraten. Die Fackel können wir drin lassen. Wir haben keinen Fackelträger dabei. Ja, tatsächlich, das stimmt. Da fehlen mir unsere Begleiter. Aber nur da, ansonsten laufen sie einen schon oft vor den Füßen rum oder vor dem Bogen rum oder so. Das ist ja eine richtige Säulenhalle hier. Wir machen das jetzt immer so, was wir vorher nicht gemacht hatten, hätten aber tun sollen eigentlich, dass wir immer, wenn wir hier eine Folge abgeschlossen haben, die auch gleich dann genau nochmal überprüfen, bevor wir sie rendern, und zwar hauptsächlich überprüfen hinsichtlich unseres Tons, also der Tonqualität. Weil da haben wir ja schon ganz schön schlimme Sachen eigentlich abgeliefert. Ja, das muss ja nicht sein. Ja, manchmal guckt man rein, hört sich das an, alles prima, und zwischendurch wird es dann ziemlich grausig. Ja, wir hatten vorher nur so Stichproben gemacht. Und jetzt machen wir keine Stichproben mehr, als wenn wir uns die ganze Folge an, von vorne bis hinten. Aha. Hier was? Ja, ich sehe einen Fall mal da hinten. Aber jetzt heute ab. Ja, und wenn die Folge dann nicht okay ist, dann schmeißen wir sie in die Tonne, machen sie nochmal. Genau. Komm zurück. Danke. Oh, der hat auf dich gehört. Nett von ihm. Muss mal irgendwann wieder deinen Bogen auffüllen hier. Ja, geht aber noch. Ja, klar. Das ist der Dietra-Bogen, sieht toll aus, oder? Schön rot. Ja, was? Ob das da unten ist? Ja, das ist da unten. Aha. Da den Punkt. Ah, ich glaube, ich muss mal Licht machen. Vorher speichern. Ja. Wer weiß, wie viele mich hören. Ne? Hat wohl keiner gehört. Das sehe ich auch erstmal nicht. Keine Heilung. Oh ja. Für die kleine Heilung zwischendurch. Wir haben übrigens festgestellt, das ist doch ein Quest. Oh. Das war jetzt halt ein bisschen sehr... Jetzt hat er mich gesehen. Ja. Dass es ja doch ein Quest gibt. Das haben wir gar nicht gemerkt, dass wir da einen Quest bekommen haben. Vielleicht kannst du da mal einen Questmarker reinsetzen jetzt. Den sollte ich vielleicht... Das haben wir nämlich gesehen, als wir das dann nochmal angeguckt hatten. Hä? Der Vermisste hast du doch irgendwo gesehen. Ja. Wo war das denn? Da ist es. Das dritte von oben. Ach nee, ist ja Thorald. Das ist Thorald. Das ist doch kein Quest dann. Nee.
Da sagte nämlich Pepe, wir konnten ja da nicht nochmal gucken, ja, weil wir ja so mal angeguckt haben, wir konnten ja nicht mal reinschauen, was sich dahinter verbirgt. Also haben wir ja doch keinen Quest. Das ist wirklich, nee. War doch, wie ich vermutet hatte, dass wir da einfach nur aufmerksam zuhören müssen. Natürlich wäre es mit Questmarker leichter. Ja. Aber warum leicht? Aber wir bringen es auch so. Auch sei dann erst schon tot, ne? Ja. Der abhanden gekommen. Ne? Apropos die Sache mit, die können wir auch mal machen hier. Mit dem wirklich Vermissten hier. Hm, was meinst du? Ja, mit Thorald. Mhm. Ja. Nehmen wir mit. Wir nehmen jeden Schlüssel mit, die wiegen ja nichts. Wozu der auch immer gut sein mag. Falmerohren sind immer gern gesehen. Genau. Ja, wird uns nichts mehr nützen, aber nee. Immerhin. Nee, wir sind ja auf 100. Mm. Egal, ob wir das Buch schon gelesen haben oder nicht. Ja. Mehr wie 100 geht nicht. Vielleicht sollte man die einfach im Grunde jetzt... Ach nee, es wird auch nichts bringen. Wenn du sie einmal gelesen hast, hast du einmal gelesen. Bringt dir auch nichts, wenn du auf Legendär dann gehst. Glaube ich jedenfalls nicht. Nein, und die Kriegsaxt auch nein. Also Pepe möchte so viel wie möglich von den anderen Quests, die wir jetzt alle haben, erledigen, bevor er dann weitermacht im Hauptquest. Ja. Und ich sehe das im Kolumn eigentlich ziemlich gelassen. Ich bin da offen für alles. Also außerdem spielt er ist sowieso der Spielführer. So, hier kommen wir her. Da waren wir drin. Aber ich würde gerne... Ich würde gerne den Drachenfallschrei haben, bevor wir Dämmerwacht angehen. Soweit sollten wir schon kommen. Dann könnte man ja immer noch so gerade hinterher machen. Wisst ihr? Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber da nämlich auch mit Drachen zu tun bekommen und nicht gerade so, ist nicht gerade so einfach. Nee, Dämmerwacht ist auch schon ein bisschen härter. Mm. Na, das sieht doch nach einer hübschen Falle aus, da oben. Diese nette Falle. Aber hier haben wir so ein Ding, was ist das denn? Ist das die Falle aus oder wie? Ich würde mal speichern. Also ich kann mich wirklich nur daran erinnern, dass wir hier mal drin gewesen sind, dass wir da irgendwas machen mussten. Aber was hier passiert ist, das ist so... Na. Ah ja. Wow. Also eigentlich hättest du das benutzen können, um die Falme auszuschalten, wenn da jetzt welche gekommen wären, oder? Aber man muss halt auch wissen, was passiert. Ja, sollte man. Und da ist nämlich schon einer. Und du bist vergiftet worden. Und die Schleicher sind nicht so ohne. Das war daneben. Er ist hin. Wolltest du gerade einen Schrei anwenden? Ja. Es sah einfach aus, ja. Aber wir müssen auch wieder nach Hochrodka und uns einen neuen Ort hier so für ein Drachenwort geben lassen. Ne? Aber das finde ich hier nicht in Ordnung, dass ich hier keine roten Punkte auf dem Kompass kriege. Ach, da ist ja nochmal ein Auslöser. Ist noch ein Auslöser? Ein Stolperdraht. Ach, ja, Mensch. Das hätte ich gerade übersehen. Einer von oben, einer absolut von unten. Absolut fies, ja. Das ist frech. Ja. Erst die ohne aufmachen und dann gucken, ob da einer im Gang ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Reihenfolge ist. Vermutlich eher weniger. Könnte sein. Ups, drin. Ah, oh, da ist es drin. Kleine Heilung, sieht man auch auf einen Blick. So klein. Ist leer.
dass die Falmer blind sind. Es ist schön, ne? Haben sie kein Licht? Ja, sie haben kein Licht, aber ich finde, das wird schön aus hier mit den, mit diesen hier, also diesen, was immer das ist hier, diese Glitzerdinger da an der Decke. Ja, ja, das sieht gut aus. Wunderschön aus. Mit Sternhimmel. Ja. Aber ich fürchte, im Gegensatz zu den Palmern brauche ich Licht. Wow, schöner, macht das Licht. Naja. Wir dürften die Falmer ja nicht merken. Nee, das nicht. Aber hören. Aber sie hören es, wenn ja, ich es. Ja, sie hören es. Aber hören ist auch merken. Ob sie es oder hörst es auch merken. Eigentlich egal. Aber sieht irre aus, oder? Ja. Wirklich. Da haben sie ja richtig toll was hingekriegt. Sieht schon toll aus. Mhm. Ich kommentiere gerade die anderen Folgen nach, also die wir also Folge 1 bis was weiß ich hier. Oder aber schriftlich eben einfach nur so kleine Kommentare dazu. Und dann muss ich mir ab und zu auch so ausschnittsweise mal wieder die Dinge angucken. Und aber ich bin am kleinen Monitor jetzt, und zwar den von Peter. Also von Peter, nicht Peter. Und da sieht es völlig anders aus als jetzt hier auf dem großen Bildschirm, den ich hier habe, also meine. Und da fällt mir eben auch auf, wie schlecht die Tonqualität zum Teil noch ist. Du weißt nicht, wie du weitergehen willst. Ja. Es ist immer ärgerlich, wenn man keinen Questmarker hat. Das ist irgendwie verschärft. Dann falle ich runter. Und dann wird sich da runter treiben, und da gibt es nämlich, glaube ich, so eine Art Wasserfall. Ja. So, da sind wir raus. Gibt es denn eine Karte? Ja, ich kann hier nicht hoch. Ich kann eigentlich nur runter. Aber irgendwo, nee, die Brücken sieht das ja auch nicht aus. Also die müssen ja dann irgendwo auch landen können. Das sieht nicht so aus. Muss ich hier vielleicht entlang schleichen? Wo? Oben oder unten? Nee, unten kann ich mir nicht vorstellen. Wie sieht es denn auf der Karte? Oh je, ich möchte hier nicht laden. Na, ey, Karte, geht's denn? Ich glaube, die kann man hier ziemlich vergessen. Hm. Ja, das kann man völlig vergessen. Und nur überhaupt nichts. Ich gehe mal hier runter. Ja, genau. Machen. Das ist auf jeden Fall im Wasserland, ne? Ja. Aber da hinten ist auch so eine Art Brücke oder so eine Landbrücke oder was immer das ist. Hier ist aber ganz schön Strömung, ne? Aber da kommst du auch nicht weiter. Nö. Da kommen wir nicht großartig. Ja, doch. Doch hier. Komm mal rum. Ja. Ich hab den hier ja. Ach, guck mal. Da geht ein Gang rein. Hm. Und da ist einer. Noch lebt er. Und zwar immer noch recht gut. Na, wer schießt besser von uns? Naja, dieser Rückschuss ist nicht schlecht, den du da hast. Ja. Ja, die Falmer Pfeile, die taugen nicht sehr viel. Aber wir können sie ja inzwischen auch verkaufen. Ja. Dunkelwasserhöhle heißt du. Ja. Dunkel ist es hier. Und wann ist das Dunkelwasserpass? Ich verstehe es manchmal nicht, wie die das... Ich habe nur Dunkelwasserpass aufgeschrieben, weil es stand ja eigentlich an der Tür. Und dann wird es irgendwann zur Dunkelwasserhöhle, oder wie? Wo ist denn hier die Falle? Ah! Uah, sind die gemein. Ja, ja. Ich habe den Stolperdraht erst nicht gesehen, aber ich habe die Kralle gesehen. Dachte ich mir, da ist doch garantiert irgendwo ein
Auslöser. Sind echt fieser. Ja. Ich dachte, da wäre schon was. Aber da war dann doch nichts. Schimmerpilz. Und schon war es wieder düster. Ja, am Anfang haben wir ja noch jede Pflanze gepflückt, der des Weges irgendwo da stand. Da ist einer in der Nähe. Oh, oh. Der ist gleich hier in der Nähe. Oh, du hast ja... Na gut. Eine empfindliche Stelle getroffen, würde ich sagen. Und, na ja. Was denn? Ach, was soll's. Oh. So. Ja, du musst auch eine Hand trainieren. Gefroren. Da bist du ja noch nicht so gut. Noch nicht nee, so gut. Nee. Wiederherstellung ist auch nicht schlecht. Ab und zu mal ein bisschen zu üben. Aber davon Kamin. Du solltest dich mal ein bisschen heilen. Jo. Und du solltest daran denken, dass du die Seelenfalle wieder machst, damit du da ein bisschen hochkommst. Und du solltest daran denken, wenn du in Städte kommst, dass du die Leute mit Heldenmut versiehst. Und du solltest... So, jetzt habe ich alles gesagt. Ich habe mich auch alles vergessen. Und hätte ich schon längst gesagt. Liste und zack. Das geht nämlich gut mit der Seelenfalle. Ja. Ich sollte das wirklich öfter mal anwenden. Ja, hast du ja schon mal eine Weile gemacht. Ja. Dann aber dann mussten wir ja eine... Vergessen. Ne, wir haben eine Pause eingelegt, weil wegen des Tons, weil es so schlecht war. Und haben da rumgedoktert und alles Mögliche gemacht. Und dann hat er es wieder vergessen. So kurz ist sein Gedächtnis. Ja. Meinst aber auch. Wenn ich dran die gehen aber gut weg. Wir haben Stahlpfeile und die sind genauso. 336 Stahlpfeile. Ja. Das ist okay. Aber den sollten wir jetzt wirklich langsam... Sollte man. Füllen, mal gucken. Kannst du mit einem schwarzen Stern machen, was ist? Also was füllt ein schwarzen, die füllen ja keinen schwarzen Stern. Nee. Nimm großen. Ja, das reicht. Wir haben ja genug. Ja. Gut, machen wir wieder weiter. Ja, klar, wir sind hier oben, was wir von unten gesehen haben. Ja. Genau. Das wollten wir ja sehen. Jetzt sind wir da gelandet, ist doch gut. Ich hoffe, es gibt hier einen Hinterausgang. Eier. Ich soll durch die ganze Höhle nochmal durch müssen auf dem Rückweg. Das würde man nicht so. Geht es hier noch irgendwo hin? Oder gibt es hier noch was Interessantes? Nein, hier kann man nur runterfallen. Ja. Na gut. Das wäre dann nicht so gut. Dann bleiben wir hier. Und hier geht es ja weiter. Will ich mal speichern. Machen mal wieder Licht. Ja, speichern ist auch keine schlechte Idee. Ja, oben ist eine Tür, glaube ich, oder? Hm. Sieht so aus, ja. Kommen wir nach Himmelsrand raus. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ja. Den Typen haben wir jedenfalls bisher noch nicht gesehen. Nee. Das ist der Hinterausgang, den wir jetzt gesprochen. Ja. Ja, wenn wir mal stolz wieder reingehen, müssen wir ihn irgendwie finden. Ja, würde ich auch sagen. Das ist schön hier. Ja. Und da werden wir auch noch, da werden wir dann später auch wieder rausgehen. Und dann können wir uns jetzt nicht angucken. Ich glaube, die Frau, wo man Bogenschießen lernen kann, ist gar nicht so weit weg von hier. Auf jeden Fall ist hier eine schöne Natur. Ist gar nicht so weit weg von Dunkelwasserkreuzung. Nee. Und hier sind wir reingegangen. Ja, und da kommen wir raus. Angezeichnet, dann gehen wir hier gleich mal wieder rein. Ja. Das heißt, wir haben noch was übersehen. Ja. Naja,
man kann unten noch im Wasser entlang laufen. Ja, vielleicht müssen wir hier das. Hier sehe ich ja nichts. Vielleicht müssen hier wir das auch sogar. Kann man mal sehen, wie man sich ohne Questmarker so richtig hilflos. Hier sind wir hergekommen, hier sind wir hochgekommen. Mhm. Ja, über das Ding sind wir gelaufen. Rüber. Hm. Da hinten kommen wir auch rüber. Hm. Dann gehen wir hier mal wieder runter. Und gehen hier weiter. Gucken wir hier, genau. So, ja, wir müssen aber trotzdem jetzt Schluss machen. Wir haben schon 2 Minuten überzogen. Okay. Na gut. Gut, dann bis zum nächsten Mal, ja. Dann suchen wir nächstes Mal weiter. Tschüss.